Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Wir sind wieder hier auf der nordfriesischen Marsch unterwegs und heute geht es so ein bisschen um die Produktionen weiter zu bearbeiten. Zum einen haben wir ja hier noch so ein paar Rübenschnitzel. Die kippen wir erstmal in die Produktion. Dann Kies. Kies liegt hier. Den laden wir einmal ein. Dann können wir nämlich auch den Radlader einmal zurückgeben. Der hat dann auch erstmal ausgedient. Ups. So. Der Kollege fährt einfach ausladen am Hafen. So, jetzt gucken wir mal bei den Leihgeräten. Forstmaschinen. Der kann weg, den brauchen wir nicht mehr. Der Radlader kommt weg, ja. Und die Schaufel. Und wir gucken mal, ja, der ist am Pflügen. Hier, wir werden, wie gesagt, uns jetzt auch so ein bisschen um die Produktion kümmern. Das heißt, wir holen hier erstmal eine Fuhre Mist für die Düngerherstellung. So, das dauert ein bisschen. Währenddessen kann ich mal schnell einen Schluck trinken. Dann werden wir die Zuckerfabrik einmal wieder gucken, was wir da brauchen. Wir können mal schauen, was es an Missionen gibt. Vielleicht hätten wir ja da noch was Schönes für uns. Ja gut, Pflügen, da sind wir dabei. Grubbern und Pflügen gibt es aktuell nur. Na, ist nicht wirklich was Sinnvolles. So, jetzt lass uns mal schauen. Mineraldünger, Gülle ist noch genug da. Mist bringen wir. Das läuft. Zuckerrübenschnitzel. Ja, es fehlt halt fast nichts, aber wir können hier auf jeden Fall mal Paletten wegbringen. Was auch noch ist, das ist er hier. Er fährt zur Tankstelle, um Diesel für den Holzfäller zu holen. Das heißt, wir können doch eigentlich den hier mal mit Zuckerrübenschnitzeln voll machen und das zumindest abkippen, soweit es geht, in die Produktion. Aua. Ja, das war so nicht geplant. So, 1300 Euro Sonstiges, das müsste doch eigentlich... Warte, hier, ne, wo ist er? Da, der Mist gewesen sein. Ja, ich bin stolz auf das, was wir jetzt hier schon erreicht haben. Auch wenn es jetzt ein Großteil über Kredit finanziert ist, das ist klar. Aber wenn es nachher klappt, dass ich weiß ja nicht, wie viel die Holzfäller produzieren. Das müssen wir uns alles mal angucken. Aber wenn die beiden Holzfäller das Sägewerk bedienen können, sage ich mal, dann sind wir ja auf dem besten Weg. Besser kann es ja dann gar nicht sein. So, dann werden wir auf jeden Fall gleich noch Zucker einmal ins Lager bringen. Ja, Diesel einkaufen.
So, jetzt wird erst der Traktor getankt und jetzt geht's hier los. Ich will es gar nicht wissen, was da zusammenkommt. So, dann würde ich sagen, dass wir den dann einfach hier abstellen und mit dem Traktor hier den Palettenanhänger uns mal schnappen. Wobei ich glaube, dass wir bald den großen bräuchten. Warte mal, haben wir den eigentlich mit drin? Weiß gar nicht, ist der unter Ballentransport? Nee. Achso, das war der. Wo könnten wir den haben? Unter Anhänger? Hier, der Kögel. Der ist das doch. Plane, Farming Simulator, FSL, NF Marsch. Oh ja, guck mal, das ist doch toll. Und der kostet 36.000. Zwillingsbereifung, ja. Kennzeichen ist uns egal. So, dann brauchen wir die Dolly. Dann holen wir uns das Teil, weil dann geht es doch ein bisschen einfacher, denke ich mal. Zumindest wenn wir jetzt doch ein paar mehr Paletten hin und her bringen müssen. So, das heißt, du fährst dann zum Fahrzeughändler gleich. Ja, das Diesel-Ding läuft immer noch. Hey. So. Das ist so. Dann fährst du jetzt mit der Dolly zum Fahrzeughändler. Dann holen wir da den großen Trailer. So. Du bist erst bei 8.000. Okay. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Hier müssen wir demnächst ein bisschen Stroh wiederholen. Zuckerrüben geht eigentlich auch noch. Hier müssten bald die ersten Paletten rauskommen. Ich schätze mal, dass die Standardpaletten von Fat Action wieder 5000 Liter sein werden. Ich habe sie jetzt selbst noch nicht gesehen, also gehe ich einfach mal von aus. Also müssen wir da noch ein bisschen warten. Und dann sehen wir das. So, wir sind aber auch schon gleich beim Shop hier. Also wir müssen eigentlich gucken, sobald wir die erste Palette, die erste Leerpalette haben, muss die dann in den Holzfäller. Ja. Komm. Gerade bitte. Ankoppeln. Ja, ich denke, wir werden aber irgendwann auch einen LKW uns mal zulegen müssen.
um dann solche Transporte auch machen zu können. Jetzt für so ein paar Zuckerpaletten geht das, denke ich mal. Da muss ich mal gucken. Ladegut. Ich meine, das waren ja die Europaletten Übergröße. Ja, und wir können eben die Plane wegmachen. Was können wir noch aufklappen mit X? Doch, dann macht er hier noch runter. Ja, irgendwie muss ich hier noch mal gucken. Da ist irgendwo eine Tastendoppelbelegung mit den Spanngurten. Das gefällt mir aktuell nicht so. Das lass uns doch gleich mal gucken. Das ist, meine ich, hier ViewForce, was auch immer das ist. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Ja, ich habe mal die Dinge zurückgesetzt bei mir, die die Input-Binding, also die Tastenbelegung. Und da waren eben noch so ein paar alte Sachen mit drin, die man nicht braucht. Und man lernt es eben wieder während dem Spielen, was man alles noch deaktivieren muss. So, dann schauen wir mal, wie viel Zucker das jetzt gibt hier. Wir können dem ja schon sagen, dass er dann zum Hof Paletten abladen fahren soll. Und das Gute ist jetzt halt, wir können... doch nicht. Ach nee, das sind ja Standardpaletten. Wo war das denn? Wieso kann ich das jetzt wieder nicht ändern? Hä? Muss ich das aufklappen? Achso, jetzt steht es da unten. Europaletten. Jetzt haben wir es. So, jetzt warten wir kurz, bis die nächsten rausploppen. Ups. So, 1100 Liter. Oh, ich glaube, der ist fertig. Guck mal. Dann können wir den ja rein theoretisch zum Kiesberg schicken. Weil wir da ja dann in der Nähe vom Dingens sind. So, und weiter geht's. Lass uns mal gucken, wie viel ist denn da noch drin im Zucker? 6000. Das heißt, rein theoretisch müsste noch eine rausploppen. Theoretisch. Da haben wir sie. Ja, der wird doch hier niemals rumkommen. Das war mir klar. Ja, dafür ist er einfach ein bisschen zu groß. So, was können wir denn jetzt noch machen?
wir probieren mal hier, ob wir mit diesem Anhänger auch Mist kaufen können. Automatisch. Dünger haben wir noch gar kein. Düngeranlieferung mit Mist. Dann mach mal zwei Runden. So, und der hängt schon wieder fest. Ach, ist das nicht schön. Der wird doch auch niemals da rauskommen. Oder? Doch, das bekommt er hin. Sehr schön. So, guck mal, der ist gleich da. Das heißt, da übernehmen wir mal das Kommando. Dann laden wir da einmal den Diesel rein in die, in den ersten Holzfäller. Der ist optisch, sage ich mal, ähnlich dem Holzfäller, den wir auch im LS-19 hatten. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Also so, wieso kann ich jetzt hier aber nicht abladen? Ein Stückchen weiter zurück. So, dann gucken wir mal, welcher das ist. Holzfäller. Wir können doch, geht das bei denen auch? Ne, ich kann die nicht umbenennen. Schade, sonst hätte ich da gesagt, irgendwie Holzfäller links, Holzfäller rechts. Aber ich würde sagen, welche Tankstelle ist denn hier am nächsten dran? Wir sind ja hier. Dann ist doch eigentlich Tankstelle Süd ist das. Süddiesel. Aber wir machen das noch besser. Genau, beladen da und dann fährst du mir zum Kiesberg mit Diesel. Mal gucken, ob du das auch automatisiert schaffst. Aber ob das klappen tut, sehen wir dann morgen. Oder zumindest in der nächsten Folge. Ich bin gerade nicht im Klaren, an welchem Tag und ob wir in der Morgens- oder Mittagsfolge sind. In der nächsten Folge sehen wir das. Schaut einfach wieder rein, wenn es wieder heißt, die NF Marsch ist am Start. Am einfachsten den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr das automatisch mit, wenn ein neues Video erscheint. So, das soll es gewesen sein für heute oder für jetzt. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Macht's gut.